So, das ist der erste Part meines Großeinkaufs. Jetzt fehlt noch Edeka. Vorne das alles. Das hier, das ist von Rewe. Das hier ist von Rossmann. Und da ist jetzt noch insgesamt ziemlich wenig frisches Obst und Gemüse dabei. Das wäre jetzt eher so, ja, keine Ahnung, wie man den Einkauf werten kann. Ich will es halt alles einfach mal ausprobieren. Und aber auch zeigen, was bei einer gesunden veganen Ernährung. Ja, man für Sachen wie so ein Einkauf, dass er aussieht. Bei einer absolut gesunden veganen Ernährung, die auch jeder durchführen kann. Und bei Edeka werde ich mir dann noch die ganzen frischen Sachen holen. Zwei riesige Wassermelonen, das seht ihr dann gleich im Schnitt, weil jetzt muss ich, damit ich schnell die Tiefkühlsachen einfrieren kann und dann zum Edeka gehen kann, weil ich habe auf dem Fahrrad halt nicht mehr mitgekriegt als das. Deswegen seht ihr das dann gleich im Schnitt, das von Edeka. Ich noch zu erzählen, also zwei riesige Wassermelonen werde ich da holen, 6 Kilo Bananen, 4 Kilo Karotten und alles gute Zeugs, noch ganz, ganz viel Gemüse auch. Das sind jetzt erstmal so die Sachen. Also die kommen wir erstmal zu den frischen Sachen. Hier habe ich einfach einen Sellerie. Also insgesamt hat der Einkauf, der hier liegt, jetzt 80 Euro gekostet. Das ist schon ziemlich viel. Da sind aber auch ziemlich viele konzentrierte Produkte dabei. Also nicht nur halt frische Sachen. Will ich aber gleich zu kommen. Man kriegt das aber auch alles deutlich günstiger. Ich habe jetzt halt fast alles Bio geholt. Also eigentlich nahezu alles ist Bio. Muss man halt nicht unbedingt machen. Und man kann natürlich auch durch Containern viel kostenlos bekommen oder durch andere Methoden. Ich habe es jetzt einfach mal so geholt. Also hier haben wir zum Beispiel eine brasilianische Mango. Die wiegt circa 1 Kilo. Das ist also eine Flugmango. Die sind dann Mangos, die halt nicht darauf gezüchtet sind oder halt es sind Sorten von Mangos, die nicht darauf ausgelegt sind, dass die halt lange haltbar sind. Und deswegen haben wir die meistens hier auch nicht, aber da das halt ein Flugmango ist, per Luftpost sozusagen gekommen ist, ist das halt, kann das halt eine Sorte sein, die ja, die qualitativer als insgesamt ist. Die werde ich mal probieren. Ich habe noch nie eine Flugmango probiert. Dann habe ich zwei konventionelle Paprika, dann habe ich hier ein Stück Ingwer für irgendwelchen indischen Rezepte oder sowas. Dann habe ich hier eine reguläre Bio-Mango, die ich mal probieren wollte vom Rewe im Vergleich, wie die schmeckt zu Edeka. Die war jetzt aber teurer als das von Edeka 1,60 € und die hier 2 Euro. Das nur zum Probieren. Dann habe ich deutsche Erdbeeren bei einem Angebot für 4 Euro das Kilo. Habe ich gerade probiert, die schmecken sehr wässrig, aber ist eigentlich kein Problem. Die will ich gar nicht zum So-Essen haben. Die habe ich jetzt nur mitgenommen zur Not, um halt den Bananensmoothie auszudünnen, weil mir die reinen Bananen halt nicht so gut schmecken, geht auch, besonders wenn das ein grüner Smoothie ist. Aber wenn es ein reiner Fruchtsmoothie ist, dann verdünne ich das gerne mit Erdbeeren, weil die auch nicht so süß sind. Dann habe ich konventionellen Brokkoli. Die werde ich entweder in einen grünen Smoothie werfen oder dünsten. Kann man gut damit machen. Da habe ich ein paar Bio-braune Champignons, die finde ich sehr, sehr lecker, auch als Rohkost zum Beispiel gefüllt oder einfach so zum Essen. Ist ein ganz guter Tipp als Brotersatz. Also das sättigt halt wirklich ziemlich, das ist erstaunlich. Ich kann natürlich auch gerne dünsten. Da habe ich ein paar Mungbohnensprossen, 200 Gramm, ich glaube 1,10 €. Ansonsten kann man die auch einfach selber sprießen lassen. Das sind jetzt schön dicke Sprossen. Ich weiß gar nicht, ob die pasteurisiert sind. Werde ich einfach mal gucken. Hat natürlich gut für einen Salat oder irgendwelche anderen Gerichte, Gemüsepfannen und sowas. Der war jetzt im Angebot, der Blumenkohl, der ist aber auch konventionell 1,50 €, der ganze Kopf, kann man sehr viel draus machen, rohen Sushi, rohen Reis halt allgemein, wenn man das einfach zerhäckselt, so ein bisschen. Oder man kann da auch einen Blumenkohlteig draus machen für eine Pizza, entweder roh vegan oder auch halt gebacken, gedünstet. Man kann auch rohe Klöße draus machen, man kann da sehr viel draus machen, da wird auch weiteres auf meinem Kanal dann noch erscheinen. Dann haben wir eine Biogurke für 1,20 €. Bio-Zwiebeln, weiß ich gerade gar nicht wie teuer. Der taucht gerade schon auf, ein Bio-Blattspinat, sogar Naturlandqualität, also ist halt noch besser als reguläres Bio, also diese EU-Bio-Verordnung. Naturland ist so ähnlich wie Demeter und Bioland, was man halt so im Bioladen auch kriegt, also im richtigen Bioladen. 3,30 € das Kilo, gibt halt momentan keinen frischen Spinat, ist halt für Smoothies oder zum Dünsten. Dann habe ich hier Frühkartoffeln. Frühkartoffeln sind deutlich feiner, die sind heller und haben auch deswegen weniger Stärke, sind einfacher zu verdauen allgemein, deswegen habe ich die jetzt mal gewählt. Dann habe ich hier tiefgekochte weitere Heidelbeeren, auch für einen Smoothie.
Bio auf Naturland. Ich habe mal halt konventionell letztens probiert, der mir nicht so geschmeckt. Finde ich aber generell ganz lecker. Kürbis auch 3 Euro pro Kilo, auch Naturland. Gibt momentan ja auch nicht mehr. Muss natürlich dann auch nicht gekauft werden. Ich mache das halt nur als Experiment momentan. Ist halt nicht, was ich halt dauerhaft kaufen würde. Also die ganzen Entscheidungen hier ist nicht das, was ich so dauerhaft kaufen würde. Ja, was heißt die ganzen, also das meiste eigentlich schon. Also wenn ich halt diese gesunde vegane Ernährung weiterhin führe und nicht wieder zu komplett Rohkost wechsle, was halt normal, meine normale Ernährung eigentlich ist, dann würde ich das halt schon auf einer regulären Basis kaufen, aber halt jetzt nicht so auf der Saison so krass. Also ich probiere jetzt halt so ein bisschen aus. Dann habe ich mir mal Bio-Sauerkraut geholt. Ich habe seit 5 Jahren oder so kein Sauerkraut mehr gegessen. Das ist einfach nur Weißkohl und Salz. Ist gar nicht mal teurer, als wenn man konventionellen Weißkohl selber holt und das selber macht. Es war sogar, glaube ich, günstiger und hat auch Naturlandqualität, aber ist natürlich in der Dose eingepackt. Dann haben wir hier Kräutersenf. Das war der Senf mit dem wenigsten Salzanteil und zusätzlich halt noch Kräuter. 2,7 Gramm Salz. Die meisten haben so 4 bis 7 Gramm Salz. Das ist nur 2,7. War auch genauso günstig wie alles andere, also wie der andere Senf, der im Angebot ist. Meistens nimmt man davon halt so 10 bis 20 Gramm, schätze ich mal. Und dann ist der Salzanteil für die meisten auch in Ordnung. Dann haben wir hier Erdnussmus. Erdnussmus ist eigentlich eine der Basics, auch bei einer veganen Ernährung. Im Prinzip ist das hier alles Low-Fat, was ich gestalte. Das finde ich auch sehr wichtig, dass auch ja, ziemlich gesund, möglichst auf Fett zu gestalten, aber halt nicht krampfhaft. Und manche machen Fett halt wirklich deutlich Sinn, um auch dieses Sättigungsgefühl zu haben, um runterzukommen, zu entspannen. Das wirkt sich dann ja auch wieder gesundheitlich positiv auf den Körper aus, diese Effekte. Deswegen, Geist und Körper hängen halt auch zusammen. Ich nutze das aber meistens dafür, um Soßen zu machen, indem ich das einfach mit Wasser mixe und vielleicht Zitronensaft, ein paar Kräuter, Gewürze. Kräuter ja nicht bei Erdnussmus. Auch wieder zu indischen Gerichten, Pfannengerichten und sowas. Auch wenn man halt mal so ein bisschen Reis dazu machen möchte. Finde ich sehr, sehr gut. Auch als Brotaufstrich, wenn es halt wirklich einem nach Fett gelüstet ist, das ist eine super Sache. Das ist 100% Erdnüsse, ist halt nicht Rohkost. Erdnüsse sind Hülsenfrüchte, die muss man oder sollte man blanchieren oder rösten. Weil Hülsenfrüchte sonst nicht so ja, sehr viele negative Eigenschaften aufweisen. Ist auch relativ günstig, da kann man auch einen Käse, einen Pizzakäse draus machen, der zerläuft. Das muss man nicht unbedingt mit Cashewnüssen machen, das geht auch mit Erdnüssen. Das ist halt ziemlich günstig insgesamt. Ich denke, das ist so eine gute vegane Basic. Hier habe ich mir einfach mal Oliven geholt. Die haben jetzt gar keine Zusätze, außer halt ein bisschen Salz und da ist das Wasser. Okay, ist mit Paprika gefüllt, aber jetzt kein Essig, die sind nicht geschwärzt oder übertrieben viel Salz. Und die werde ich dann einfach waschen in einem Sieb, damit das meiste Salz abgeht. Weil Salz ist halt nicht so das Beste. Muss man nicht komplett weglassen, aber je weniger, desto besser. Das sind jetzt auch unreife Oliven, die werde ich einfach als Gemüse verwenden, indem ich die dünste. So, hier habe ich mal eine krasse Sache. Einfach so ein tropischer Fruchtcocktail. Hat mich einfach wegen der Papaya angesprochen, muss ich ehrlich zugeben. Und wegen der Guave. Guave habe ich noch nie probiert. Maracuja ist noch drin und Banane. Ist eigentlich relativ Quatsch, so ein Zeug. War aber sehr günstig. Hat ein bisschen Zuckerzusatz, aber nicht sonderlich viel. Ich denke mal, das dürften 95% Früchte sein. Abtropfgewicht 500 Gramm. Waren jetzt 1,20 Euro. Also günstiger als die meisten Früchte, die man so holt. Ist natürlich nicht mehr Rohkost. Kann man eventuell auch ganz gut in Gemüsepfannen wiedergeben. In Ananas-Curry, Mango-Curry, tropischen Curry. Oder halt einfach so essen. Hat mich jetzt einfach nur interessiert vom Geschmackserlebnis. Es ist ansonsten lieber frische Früchte natürlich. Oregano einmal, Paprika einmal hatte ich nicht mehr. Dann haben wir hier einfach Buchweizen. Das ist ein Pseudogetreide. Das ist ja auch das einzige Getreide, was man sehen wird. Und mit den Kartoffeln die einzige Stärke, die man sehen wird. Stärke halte ich für sehr optimal bei der Verdauung. Ist es so, eine Verdauung ist eigentlich so wie ein Kochvorgang. So wie ein, ja unter Druck einfach, unter Druck und mit niedriger Temperatur natürlich. Aber auf Dauer geschieht dann das gleiche, wie wenn man Stärke sehr, sehr lange auskocht. Und dadurch entsteht sehr, sehr viel Schleim. Und diesen Schleim, damit kommt der Körper nicht schnell genug hinterher, um diesen wieder zu neutralisieren und zu abtransportieren. Der wird dann im Körper irgendwann eingelagert
Und das ist der Grund, warum viele Menschen aufgedunsenes Gesicht bekommen oder halt allgemein Wassereinlagerungen haben. Und eigentlich alle Menschen haben Wassereinlagerungen. Und es liegt in erster Linie an Tierprodukten und an Stärke. Deswegen reicht es nicht, die Tierprodukte deutlich runterzufahren, sondern die Stärke auch. Diese Buchweizen sind zudem basisch, dass die Ernährung basenüberschüssig ist. Also in erster Linie basenbildend und nicht säurebildend ist auch sehr wichtig. Die Kartoffeln sind basenüberschüssig, der Buchweizen auch, alles andere Getreide nicht. Da erzähle ich aber in anderen Videos was zu und habe ich auch schon getan. Deswegen würde ich in erster Linie wirklich den Buchweizen nehmen oder Quinoa. Quinoa ist mir deutlich zu teuer. Und andere Sachen halt eher als Beilage. Dann würde ich mich wirklich auf stärkefreies Gemüse, gedünstet und gebacken, konzentrieren. Und auf Kartoffeln, man kann dann halt einen Gemüse-Kartoffel-Auflauf machen, auch mit dieser Erdnusskäse, irgendwas. Oder halt aus Buchweizen. Ich persönlich werde auch keimen lassen und daraus dann ein Rohkostbrot machen. Zusammengemixt aber mit Sonnenblumenkernen und Gemüse. Also das ist also nicht der Hauptanteil Buchweizen, ist wegen der Stärke. Aber im Keimen wird nochmal Stärke umgewandelt in Zucker, das ist auch ganz gut. Als letztes habe ich hier ein veganes Fertigprodukt. Das muss auch nicht unbedingt fehlen, wenn man das ab und zu macht, einmal die Woche vielleicht. Ich habe jetzt eins gewählt, was ich für am besten fand und auch überrascht war. Das, also fand ich ziemlich cool. Das besteht in erster Linie aus Gemüse, aus Karotten, Erbsen, Zwiebelsaftkonzentrat. Man kann das jetzt natürlich hier nicht so sehen. Also aus Gemüse und das zweite Ingredient ist dann halt mal nicht Soja-Protein oder Weizenprotein oder Tofu, sondern einfach mal Erbsenprotein. Und dann haben wir halt ein bisschen Kartoffelstärke, ein bisschen Öl und ein bisschen Salz und Gewürze. Das Salz ist aber hier schon heftig mit 2 Gramm und die ganze Packung wäre dann 3 Gramm Salz. Das ist halt schon heftig. 4 Gramm Fett ist also Low Fat, ist auch stärkearm. Die ganze Packung hat jetzt 15 Gramm Stärke. Normalerweise nimmt man in einer Stärkemahlzeit so 100 bis 120 Gramm zu sich. Also einmal die Woche oder sowas oder wie man halt möchte. Dieses vegane Gemüsefiletstreifen finde ich besser halt als diese starke säurebildende Soja und Gluten, aber es ist halt auch noch säurebildend. Aber wenn man halt sehr viel Gemüse weiß, ist das eigentlich in Ordnung. Das war es mit dem Rewe-Einkauf dann. Rossmann haben die halt eher so Trockenprodukte nur, also Vorratssachen. In erster Linie habe ich mir dann Trockenfrüchte geholt. Das ist eine sehr, sehr gute, fast schon Staple Food bei einer gesunden veganen Ernährung. Also Trockenfrüchte sind sehr gut. Ich habe hier sogar Soft-Trockenfrüchte, die werden dann nochmal mit Wasser behandelt, damit die einfach ja, wieder ein bisschen Wasser aufnehmen und nicht ganz so dehydriert sind. Das ist ganz gut. Dann muss man die auch nicht einweichen, dann kann man die einfach direkt so essen. Könnt aber auch trockene nehmen und 5 Minuten einweichen. Feigen finde ich so am besten, mag ich am liebsten. Datteln, wenn ich zu viel von esse, dann ist das für mich zu viel Zucker, bringt mich aus der Balance. Und ist auch säurebildend bei mir jetzt zumindest. Das war jedem dann auch anders. Dann habe ich noch Rosinen Bio geholt. Die sind fast doppelt so günstig. Wirken aber so ähnlich wie Datteln. Das ist aber ein Süßungsmittel dann für mich einfach nur. Süßungsmittel muss man also auch nicht verzichten. Finde ich besser als Agavendicksaft oder sowas. Ich mache das so, dass ich entweder so reingebe. Meistens ist sehr, sehr viel Wasser in meinen Rezepten drin, dass ich ja, dass das diese trockenen Sachen gut kompensiert. Ansonsten einfach mit Wasser mixen, hat man so einen Mousse. Das ist dann ein ganz gutes Süßungsmittel. Dann habe ich hier einfach mal Mandeln, weil die relativ günstig waren. Die sind auch basenbildend, besonders wenn die Rohkost sind. Kann man natürlich dann auch wieder diese Käsesoße machen. Also Mandeln ist eigentlich auch schon so ein Basic, aber finde ich recht teuer. Deswegen nehme ich meistens als Alternative Sonnenblumenkerne. Mandeln sind aber schon hochwertiger, sage ich mal. Und auch deutlich, also Sonnenblumenkerne sind auch noch besser als Erdnüsse, aber die hatten ja schon diese Mousse-Form, das ist ganz praktisch. Dann nochmal Soft Flour einfach zum Ausprobieren. Dann haben wir hier einen Kichererbsen-Ingwer-Aufstich, Strich. Auch mache ich auch einfach nur zum Ausprobieren, aber um auch zu zeigen, dass man halt nicht auf irgendwie alles verzichten müsste. Im Gegenteil, also hier haben wir 40% Kichererbsen, Wasser, Sonnenblumenkerne, ein bisschen Sonnenblumenöl, ein bisschen Agavendicksaft, Zitronensaft, Ingwer, Gewürze, ein bisschen Salz. Ja. Und da es halt ein Aufstrich ist, ist das bisschen Salz dann auch nicht so schlimm, wenn es halt auch als Ausnahme gemacht wird. In erster Linie kann man sehr schnell und sehr einfach selber Aufstriche herstellen. Ich wollte das nur zum Ausprobieren machen. Hier haben wir jetzt
7 Gramm Stärke, beziehungsweise das ganze Ding hat jetzt nur 10 Gramm Stärke. Das ist also auch vollkommen in Ordnung. Bio-Tomatenmark, leider nicht komplett ohne Salz. Finde ich eigentlich meistens besser als Passata, weil ich immer das konzentrierter drin und ist dann einfach günstiger. Wenn man das mit Wasser mixt, hat man im Prinzip dasselbe wie bei einer Passata. Aber ich habe bei der Passata gedacht, probier es einfach nochmal aus, weil es auch günstiger sogar ist als konventionelle Tomaten im gleichen Gewicht. Das ist doppelt so günstig sogar als konventionelle Tomaten im gleichen Gewicht. Und dann hat man auch mal so ein Vorratszeug. Dann habe ich hier Weizenkleie Bio. Weizenkleie, da ist dann fast keine Stärke mehr drin. Das sind dann viele Ballaststoffe und viele Eiweiße, also Proteine. Es hat 15 Gramm Protein auf 100 Gramm. Ich wollte mal damit zusammen mit Karotten und einem Verdickungsmittel wollte ich mir mal ein Brot machen, wie das schmeckt, ob das funktioniert. Dann hat man halt ein stärkefreies Brot, finde ich sehr gut. Dann habe ich aber im Rewe gesehen, dass die Dinkelkleier sogar haben für den gleichen Preis. Also war es 90 Cent. Habe ich die mal mitgenommen. Die Dinkelkleier dann aber nicht mehr, weil jetzt habe ich ja zum Ausprobieren. Dinkelkleier kann ich aber eher noch empfehlen, weil Weizen halt ein sehr stark verarbeitetes Produkt ist, allgemein von der Züchtung her. Und dann muss man auch nicht unbedingt auf Brot verzichten, wenn es halt selten ist. Vielleicht auch einmal die Woche oder so. Idealerweise am Anfang der Umstellung ist das natürlich auch was ganz anderes, aber wenn man jetzt halt so eine etwas dauerhafte Ernährung haben möchte, dann ist das Ziel so ungefähr einmal die Woche, dann vielleicht noch zwei, dreimal die Woche halt Kartoffeln, dann einmal so ein stärkefreies Brot vielleicht, dann halt die Früchte und das Gemüse als Basis, Trockenfrüchte, Nüsse auch und so weiter. Und das hier ist jetzt Buchweizenbrot, also es ist halt, wie erwähnt, mit dem Buchweizen, aber im Prinzip fällt mir gerade auf, dass hier nur 30% Buchweizen drin sind. Ja gut, aber das ist zumindest glutenfrei. Der Rest ist dann Maismehl. Das ist vollkommen. Und Sonnenblumenkerne und Hirsemehl und Reismehl. Ja, ich sehe aber gerade, dass hier ein bisschen Honig drin ist. Also bei einer gesunden Ernährung ist ein bisschen Honig nicht das Schlimmste. Das ist eigentlich so zumindest das beste Tierprodukt. Also ist natürlich nicht vegan, habe ich jetzt nicht darauf geachtet, aber aus ethischen Gründen. Aus gesundheitlichen Gründen, wenn man es einmal die Woche isst, ist das nicht bedenklich. 1 Gramm Salz ist auch nicht besonders viel, also für so eine halbe Packung Brot ist 1 Gramm Salz, wenn man es halt auch wieder selten macht, wie gesagt. Ich würde auch nicht mehr empfehlen, wie 2 getoastete, also wirklich auch getoastete, ist dann wieder verträglicher, weil dann Stärke wieder umgewandelt wird in Zucker. So 2 Scheiben halt in den Salat reinzugeben oder bei irgendwas essen, bei einer Gemüsepfanne essen oder wie auch immer. Dass das halt so eine Beilage darstellt. Und also Getreide allgemein eher immer so eine Beilage. Kartoffeln kann man vielleicht ein bisschen mehr machen. Ja, dann zeige ich euch vielleicht noch den Edeka-Einkauf. Das ist jetzt schon ziemlich viel. Ich labere auch viel rum. Aber naja, so ist das. Bis gleich. So, ich hatte kurz noch ein paar Sachen vergessen gehabt. Also einmal seht ihr hier 2 Kilo Fleischtomaten. Tomaten ist bei mir Staple Food. Ich würde bei konventionellen nur Fleischtomaten holen, sonst sind die zu belastet. Und die Fleischtomaten schmecken auch viel, viel besser, die sind ursprünglich ja ein bisschen. Dann hatte ich noch gefrorenen Dill, also ein bisschen Kräuter für 70 Cent oder so. Aber ich habe Basilikum und sowas habe ich im Garten stehen, aber kein Dill gehabt. Und dann hatte ich hier jetzt noch ein Smoothie. Da gibt es auch grüne Smoothies bei Rewe und das sind halt frische Smoothies, die sind halt nicht pasteurisiert, die sind Rohkostqualität. Geht eigentlich vom Preis her, wollte ich jetzt mal probieren, habe ich noch nie probiert, schmeckt extrem gut. Besonders die Sorte Brombeere, Erdbeere, Johannisbeere, die anderen Sorten, weil das ist wahrscheinlich konventionelle Ware, die probiere ich nicht, weil dann Orangen ganz viel drin sind und sowas und es ist immer hart belastet. Und Kirschen zum Beispiel, der hier ging jetzt ganz gut. Also wenn man halt mal zur Not unterwegs irgendwas braucht, dann sind solche Smoothies eigentlich geeignet. Ich werde es wahrscheinlich nie wieder trinken und nie wieder brauchen, wahrscheinlich zumindest. Aber ich fand es mal interessant, das dann auch mal zu zeigen. So, und dann gehe ich jetzt zum Edeka.